Ich bin bereit für das grosse Rennen von Solothurn nach Bern, der RPS. Mein Fahrzeug steht oder? Das scheint mein Servicefahrzeug zu sein. Wenn ich irgendeine Panne habe unterwegs, kommen sie sofort mit dem vorbei und die den Schaden beheben. Soeben ist meine Unterstützung eingetroffen. Zwei Lama, die habe ich, wenn es schwierig wird, vorspannen und dann ziehe sie mich auf Bern. Schon gleich geht's los. Hallo Gino, liebe Grüße aus Solothurn auf Bern. Ich wünsche dir viel Glück bei der Fahrt über den Tino, die Gegner. Komm gut an in Solothurn. Bis später. Jetzt starten wir, Miro, schau mal. Jetzt gehen wir los, hä? Juhu! Hallo Solothurn, hallo Bern. Die erste Station wäre erreicht, Biberist. Wir sehen hier die Tour. Es ist 10:15. Ja, da wären wir. Die Felsen noch. Und jetzt geht es ist die Tiefenau-Station. Ich gehe jetzt nicht hier runter, sondern fahre weiter. Ist gut, Miro? Weiter! Und weiter geht es Lohn-Lütterkofen, sehr schöner Bahnhof. Nicht mehr bedient. Zeit, wir haben 26 ab, 27 ab. Jetzt Zollikofen angekommen. Und ja, wir sind schon recht verschwitzt, also eben ich. Und wir müssen ein bisschen Strom sparen. Nächster Stopp, Bahnhof Betterkingen, knapp vor der halben Elfe. Wie davor sieht die Barriere zu, mein grösstes Hindernis. Solothurn, machen euch bereit, es kommen Haufen Leute. So, eben ist gerade ein Fernzug angekommen, der mich unterstützt. So, ich bin am nächsten Bahnhof, aber das ist falsch angeschrieben, weil das wird nämlich sicher Schlauenen heissen. Da sind nämlich ganz schlaue Leute in diesem Schlauenen. Unterzollikofen sind wir leider vorbeigefahren, weil dort an dieser Stelle Oberzollikofen steht. Tja, für meine Gegner eben so wär's. Und, also wir machen jetzt hier zur Kompensation noch ein zweites Video gerade. Miro, wollen wir dann mal weiter? 10:38 Uhr, Büren zum Hof. Und hier ohne Uhr, aber ich habe nachgeschaut, es ist 10:38 Uhr. Und weiter. Geh zurück schauen. Geh zurück schauen, was? Ja, aber wir müssen weiter. Ein kleines Quiz. Wer als erstes bei Sandra oder beim Robin zu Bern geht, kann sagen, welcher Bundesrat, als Ex-Bundesrat, der in diesem Ort wohnt, gewinnt ein kleines Preisli. Graferied ist erreicht. Wie geht es echt meinem Gegner? Wo ist echt der? Ich mache mich weiter auf den Weg. Jetzt sehen wir das Shoppingland. Und ja, Strom ist ein bisschen knapp, aber es reicht, gell? Yes! Jawohl, der nächste Halt vom Jahrhundertfest! So, es können natürlich nie zu gewinnen, die RPS an dieser Wäsche streng fährt. Immer sind die Barrieren drin. Ein Fernzug fährt wieder durch. Velofahrer von Solothurn, gibt dem etwas zu trinken, der hat sicher Durst. Jawohl, es war durstig, ich bin so in Jägisdorf angekommen. Was ich gehört habe, ist der Berner noch. Das verschlafene Jägisdorf. Oh je. Yeah. Und wir haben Urten links liegen und sie auch disqualifiziert, so wie ich es gesehen. Die Konkurrenz hat sich genau hier getroffen, in Jägisdorf. Coole Sache. So, ich wäre in Urtenen angekommen. So, eben fahrt ihr einen Zug ein. Urtenen wäre das heute nur von mir gesehen. Der Kollege habe ich in Jägisdorf getroffen, der hat Urtenen. Schön Bio, bei schönem Wetter. Es ist mittlerweile 10:50 Uhr. Auch Schöppiland hatten wir erreicht. Es ist ein Riesenverkehr. Ein Zug fährt aus, einer fährt ein. Das ist ein Extremfahrplan und der RPS da. Um ein Licht habe ich verfahren, mittlerweile habe ich auch Mossendorf gefunden. Der ist aber auch wirklich versteckt, der Bahn. So, Graferiet, wir sind da. Es ist wirklich schön. Die ganze Fahrt unterwegs, es ist wunderschön. So, das wunderschöne Bahnhofshäuschen, das alte von Frau Brunnen. Miro, gehen wir weiter.
Ist gut, wir wollen zum Grossi, gell? Also los. Zollikofen werden erreicht. Weiter geht's nach Oberzollikofen, wo der Gino noch nicht gefunden hat. Schauen wir mal, ob ich es besser machen kann. 11:20 Uhr, Oberzollikofen. Ist es mir ein bisschen langweilig? Also, das Büro zum Hof ist nicht ganz so viel los. Naja, es geht so, hä? Bahnhof wird gelaufen, 11:25 Uhr, Hauptsitz von der RTS. Hallo Fabian. Wie verlangt halten wir hier? Halten wir verlangen in Schalune. Da wird die Rasen gemäht, eine Bahnlinie entlang. Miro hat... Tiefbahnhof Tiefenau, 11:27 Uhr. Wir müssen noch Felsen aussuchen und dann bin ich nachher in Bern. Auf Felsenau habe ich im Baustellengewirr gefunden. Jetzt geht es wirklich nur noch wenig weit bis Bern auf der Bahn. Das Peterkind fährt den Zug ab. Yeah! Super, ey! Gell, wir machen das gut! Das Biber ist zwar jetzt auch noch gehalten. Und jetzt sind wir gleich da, aber ich habe eh schon verloren. Low back! Yeah, endlich sind wir da! Miro! Hey, wir sind da! Sag yeah! So, dann drückt die Teilreise wieder an. Wir haben hier gemütlich in den Zug hineingesetzt. Von der RPS. Holzklasse.